Kapitel 7 Verbrecher. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Was für eine Anfeindung. Naja, gut, sie ist ja noch nicht und, so alt. Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm, warte, und damit mal eben reden. Ganz schnell. Nee, hallo und herzlich willkommen zurück zu Plague Tale Reliquien. Es ist wichtig. Requiem. Geld her, das ist dein Überfall. Du hast ihm aber nicht von deinem Traum kriegst du mich und nie. Allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da. Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung.
Ich dachte, da sagt jetzt wenigstens ein Kluger bei euch beiden oder sowas. Aber kommt ja aufs Gleiche raus. Viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Ui, springt hey, einfach über die Kante. Na gut. Wartet mal auf mich. Genau, immerhin bin ich die mit der Gehirnerschütterung. Ich liebe es. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, er speichert. Das heißt, irgendwas Böses passiert jetzt, oder? So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, was? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Fisch brauchen, aber der hing jetzt da gerade so schön nach dem, Motto, hol mich hier runter. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Ein Messer. Moment. Ach so, da hinten müssen wir rum. Ja, Moment, dann lass mich nochmal... Geh mir mal aus dem Weg hier. Dann lass mich nochmal kurz rausgehen, um zu gucken, ob ich den Fisch irgendwie mitnehmen kann oder irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht hat der auch ein Messer verschluckt oder... Nö. Leider nicht. Das war nur ein Fake. Oder vielleicht kommen auch die Ratten jetzt hier gleich durchgebrochen. Dann könnten die sich zumindest auf den Fisch stürzen. Na gut, wir gehen dann weiter hier oben rum. Achso. Kurzer Zwischenstopp. Wir müssen unsere Vorräte wieder auffüllen. So, die haben wir wieder voll. Wir haben nur immer noch keine Pfeile. Also Pfeile sind hier wirklich mehr als rar gesät. Hey, sieh mal. Ah. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Aber der verliert die doch immer. So, wo kommen wir denn hoch? Hier gar nicht, oder was? Sag mir doch mal, wo wir hin müssen. Da oben ist noch ein Dings. Oder müssen wir gar nicht hier rum? War das jetzt nur, um das Ding zu holen? Und wir müssen eigentlich vorne am Strand warten. Das kann natürlich auch sein. Da hättet ihr aber wenigstens was sagen müssen, so nach dem Motto. Was? Selbst zu einer? Oh Gott. Gehen wir zurück. Aber irgendwie scheint der Typ ja nett zu sein. Das Einzige, was ich nicht ganz einordnen kann, das ist doch dieser Typ, der uns verfolgt hat, meine ich, oder? Wo wir dann weggelaufen sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Das sieht mir so nach Falle aus hier. Ach nee. Das Boot ist hier fest, oder? Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ich helfe dir, Amicia. Sag, wenn du bereit bist. Halte Y gedrückt. Achso, um zu mir zu ziehen, okay. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, fuck. Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Ihr hättet mich fast erwischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Okay, dann bleiben wir aber vorsichtshalber mal hier auf der Seite. So. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das? Geht doch mal da raus, Mann. Wo hast du das gelernt? Nein, links. Psst. Boah, Leute, ernsthaft. Geht doch mal...
Wieso zieht der immer wieder nach rechts, sobald ich da gerade auslaufe? Ja, lauf, komm. Die wollen hier nicht raus. Wegen dem Licht oder was? Oder muss ich da hinten durch? Muss ich vielleicht wirklich hier durch? Ach so. Fertig. Ah, okay. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. So, darf ich jetzt hier... Ich darf kein Y mehr drücken. Hallo? Muss ich nicht weiterziehen? Junge. Es wäre schön, wenn wir weitermachen könnten. Ich würde hier gerne Y drücken. Sag mir nicht, dass es auch wieder verbuggt. Müssen wir uns irgendwie dahinter stellen oder so? Oder? Nein, wir können da reingehen, aber das würde ich mir jetzt nicht empfehlen. Hä, wieso kann ich hier kein Y drücken? Geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Vielleicht kann ich dann auch was anvisieren. Egal, was ich mache, der stellt sich immer davor. Boah, Alter. Echt jetzt. Genau, mach dich unsichtbar. Ja, keine Ahnung. Also wir kommen hier irgendwie nicht durch. Ich weiß auch nicht. Und hier oben können wir auch kein Y drücken. Hätte ich jetzt noch mehr machen müssen mit den Ratten, oder wie? Die sind doch jetzt ganz gut da. Die fressen jetzt da hinten den Fisch. Ich weiß nicht, ob ich... Aber die werden wahrscheinlich über das Ding drüber hüpfen, nehme ich mal an. Also, ihr hört, glaube ich, meinen Controller. Hier kommt kein Y, das seht ihr ja. Und ich kann auch nichts drücken. Wir schwimmen einfach rüber, komm. Komm, Hugo, du kannst doch schwimmen, oder? Wir gehen einfach ins Wasser, wir schwimmen rüber. Das sind dann so Stellen, wo ich echt innerlich am Verzweifeln bin und sage, ich hasse sowas. Also wenn man irgendwo beim Gegner nicht weiterkommt, wenn man das Geschick nicht so hat oder so, ist das noch die eine Sache. Das muss man dann halt ein bisschen trainieren vielleicht, wie man mit dem Gegner umgeht. Aber wieso funktioniert das jetzt nicht? Ich dachte, ich muss nur das Seil einziehen. Wenn ich die jetzt von da hinten wieder weghole, ist das auch scheiße. Was war das? Das hörte sich gerade so an, als ob die mich angreifen wollten. Tja. Tja. Ich würde sagen, auch wenn das Spiel mittlerweile doch schon eine Weile draußen ist, es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir können ja auch nicht da rein, dass der uns schiebt oder so. Alter, mach doch einfach was. Moment, hä? Das war aber jetzt nur die Kraft. Das hieß nicht, dass da noch Ratten sind, oder? Nee, die sind nur da hinten. Kann ich auch nichts mehr anvisieren. Aber warum will er dann nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich gehe jetzt da rein und lass mich fressen. Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Kletter hoch. Alles klar. Dein Ernst. Ich habe jetzt gedacht, ich muss das Boot nehmen. Ich meine, so hat das ja im Endeffekt auch gesagt. Oh, ein Pfeil. Nein, oh, oh. Nimm den Pfeil. Was? Das sind Millionen. Ja, das ist mir doch egal. Ich will den Pfeil. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Aber wir machen uns erstmal ein bisschen Feuer. Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet.
Wart's ab. Hauptsache es leuchtet. Der Typ ist irgendwie cool. Okay, also theoretisch könnten wir jetzt hier runterspringen. Ich weiß jetzt nur nicht, was mit dem weißen Ding hier ist. Ob wir da noch irgendwie was hinmachen soll. Da hinten können wir ja hoch. Und dann können wir mit einem Stäbchen wahrscheinlich eins weitergehen. Also werden wir jetzt erstmal was werfen. Oh. Lauf, 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 lauf. Nein, lauf, lauf. Oh. Oh. Schnell, hoch. Sicher. Ach, der ist doch mitgekommen. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, das machen wir mal wieder hoch. So, da kommen wir darum. Ab nach oben. Geht klar. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Du kommst mit und gehorchst, wie sich das anhört. Da hinten, können wir da so hingehen? Habe ich jetzt vorher nämlich gar nicht nachgeguckt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Ratten jetzt hier durchkommen. So, ganz wichtig. Erstmal Vorräte einsammeln. So, dann relativ nah daran. Und? Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Etwas oh. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Wir machen das ganz oft. Mein Mitleid geschafft. Habt ihr, der war gut. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Doch. Also ich mag Ratten, aber halt nur normale Ratten. Nicht die hier in dem Spiel. Okay, ich hoffe, dass das okay ist, wenn wir da jetzt runtergehen. Eigentlich wird hier Licht angezeigt, ne? Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Nee, oh, aber da drüber. So, willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Ach so. Ich dachte, wir müssen jetzt über das Ding drüber balancieren. Ich habe gerade schon gedacht, die wollen mich für bekloppt erklären. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Dann komm mal mit. Na gut, einmal durchatmen und los. Genau. Das wird schrecklich, Amicia. Sehe ich noch nichts. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Er zieht automatisch also so nach rechts. Gügen. Da hat alles angefangen. Ihr. Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Ja, aber er hilft uns doch, dahin zu kommen. Wenn es irrsinnig ist, warum macht er das dann? Okay, er geht automatisch nach rechts. Ich kann ihn gar nicht nach links machen. Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Scheiße. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Ich meine, ich bin ja einiges gewohnt so von den Ratten und so, aber das sieht schon richtig, richtig krass aus. Hallo! Oh Gott, nein! Warte, warte, lass mich! Da! Ja! Verdammte Scheißviecher! Alles klar? Noch das stimmt. Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Das sind ihre Augen, oder? Wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher.
aber wir brauchen ihn. Nein! Ich brauche hier Hilfe! Ich will mehr tragen. Na gut. Amicia, sieh mal, die gelben Kristalle, das ist Episangris. Du hast recht, da ist es wieder. Anno! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut, ich bin bereit. Ja, dann mach, fangen kann ich nur nicht. Auf dein Zeichen. Achso, LB. Nee, LB, so. Perfekt. Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Du kannst jetzt Odoris herstellen. Was zur Hölle ist Odoris? Odoris mit Schleuder. Hier, Odoris, versuchen wir es mal. Von mir so Odoris, ist mir doch egal. Ja, aber was soll ich jetzt damit machen? Hallo, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Dann am besten hierhin, würde ich sagen, ne? Oder muss ich die von da hinten rüber locken? Ich denke mal, ich muss die von da hinten rüber locken. Dann mache ich das mal hierhin, so. Was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, mach. Ach so, nein, nein. Das erste, nicht das zweite. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Mit meiner Armbrustmagie. Ja, ich kann da theoretisch. Aber was soll ich machen? Soll ich das Ding anbrennen oder soll ich das Ding, Ich probiere das mal mit Feuer, keine Ahnung. Nein. Du kannst aufhören. Schon dabei. Ja, und jetzt? Bleibt das jetzt so oder geht das dann jetzt gleich aus? Das ist jetzt die Frage. Wir probieren das jetzt mal mit dem Ding. Lauf! Du bist dran, Anno. Los! Nein, noch nicht das! Los geht's! Oh, wie doof ist der? Können wir auf jeden Fall runter. Haltet die Klappe. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odoris. Welche Planke? Moment. Übernimm du das, Anno. Soll das Ding nochmal hoch machen? Also das meint er auf jeden Fall nicht. Das reicht, hör auf. Einverstanden. Aber was für eine Planke bitte, hier links das Ding oder was? Also er muss ja hier rüber, aber ich weiß nicht, ob er da überhaupt drüber laufen kann. Das ist das Problem. Ich habe auch nur noch 4 von den Dingern. Ja, hat ja wunderbar funktioniert. Der kommt immer noch nicht runter. Also manche dieser Rätsel bringen mich echt zur Weißglut, ehrlich. Wenn ich wüsste, wo die Planke ist, könnte ich da vielleicht auch drauf schießen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was denn unter Planke versteht. Ich meine, das ist eine Höhle hier, hallo? Das ist kein Schiff. Da unten kann ich überall drauf zielen.
Da oben nicht mehr, wahrscheinlich, weil die dann eh nicht dahin gehen. Also ich könnte ihm jetzt den Weg freimachen, indem ich einfach die Dinger darunter werfe. Aber er kommt ja nicht rüber, das ist das Problem. Ich würde ihm jetzt... Achso, ich habe nur noch ein Gefäß. Die Planke. Du könntest einen Odorus-Bolzen draufschießen. Klasse, das hilft. Ein Bolzen? Wieso soll ich da drauf? Hä? Und wieso kommt das jetzt erst, wenn ich hier unten stehe und nicht, wenn ich oben stehe? Klar. Was ist das denn für ein Quatsch? Also das Feuer war jetzt falsch, oder was? Ach so, verstehe. Okay. Moment. Da muss ich aber das Feuer erstmal wieder löschen. Moment, erstmal der. Du bist dran, Anno. Los. So, das löscht das, ne? Gedacht, ich soll ihm den Weg frei machen, indem ich da halt, ne, drauf schieße. So. Ach, jetzt habe ich das nicht ernsthaft. Oh. Ich hasse sowas. So, dieses Odorist-Ding, da soll ich jetzt eins von drauf schießen. Da, das sollte halten! Sag, wenn ich lob. Du kannst aufhören. Schon dabei. Genau, lauf. Was zur Hölle ist das? Der läuft ja richtig toll. Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja. Und nu? Wir kommen aber nicht weiter. Was denn jetzt? Oder ist... Moment, oder ist da hinten Ausgang? Hat genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten. Habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie ein Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Das ist ihm völlig egal. Na gut. Jetzt habe ich nur noch Feuer. Ach so, damit ich nichts Falsches mache oder was. Aber das ist mein letzter. Warte mal ganz kurz. Kann ich hier noch mal einen holen? Ich schieße sofort. Moment. Aber hier ist wahrscheinlich keiner mehr drin, ne? Ah, die Säcke. Jetzt darf man auch keinen mehr nehmen, weil man ja noch einen hat. Na gut, okay, dann... dann kann ich ihn schießen. Falsche Taste. So. Das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, wir schaffen das. Habt ihr gehört? Oh, ich hasse diesen Satz. Es gibt nichts Schlimmeres. Kusch. Ha, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Ich hoffe, das hört jetzt nicht irgendwie auf. Okay. Löscht er den auch wieder? Achso. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter.
Da diese Episode doch mit über einer Stunde wahnsinnig lang geworden ist, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao!